Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben die große Freude, den ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten Václav Klaus begrüßen zu dürfen. Wir sitzen hier in Dresden in gemütlicher Runde, kann man sagen. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Guten Tag. Und hier sitzt Andreas Popp, Gründer der Wissensmanufaktur. Und wir werden uns ein bisschen über die aktuelle Lage unterhalten. Herr Präsident, in einem Interview, das Sie kürzlich gegeben haben, sagten Sie, dass jetzt angesichts der Massenmigration in Europa alles anders geworden ist und dass die Schicksalhaftigkeit und die Dringlichkeit dieses historischen Momentes nicht erkannt wird. Das ist bestimmt meine Position. Ich bin der Meinung, dass die Leute, viele Menschen in Europa sehen es noch nicht so dramatisch wie ich und verschiedene andere Kommentatoren. Also, die Leute sehen es nicht genügend und die Politiker sehen es leider ganz anders. Ja, sie sind fast begeistert mit der Massenmigration in Europa. Und das dort geht meine, in diese Richtung geht meine scharfe und radikale Kritik von der Politik der heutigen europäischen Eliten, europäischen an einer Seite, aber ich muss betonen, Deutschen an der anderen. Sie spielen leider die Spitzenrolle in dieser Debatte. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich weiß nicht, das sollten Sie besser wissen hier in Deutschland als ich, der es nur vom Außen sieht. Aber ich habe Angst, die deutsche Politik ist schon lange Zeit bis zum Moment von der Existenz der Alternative für Deutschland. Die deutsche Politik ist absolut rigid und schon 40, 50 Jahre ohne Veränderung. Dort gibt es keine seriöse Debatte, keine seriöse Diskussion. Und das geht nicht. Man braucht eine Veränderung und hoffentlich wird die neue politische Bewegungen oder Parteien etwas in dieser Hinsicht in Deutschland machen. Ihre Worte sind, dass Deutschland das heutige Schlachtfeld Europas ist. Gerade ganz aktuell gab es ein Treffen zwischen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin, dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko und dem französischen Präsidenten Hollande. Und wenn es auch bei einigen Menschen eventuell Hoffnung gegeben hätte darauf, dass sich an dem Verhältnis zu Russland etwas zum Positiven wenden könnte, kam unterm Strich dabei heraus, dass weitere Sanktionen eher beschlossen werden sollen. Wie schätzen Sie die Situation ein? Das ist absolut falsch, absolut schlecht und absolut gefährlich. Ja. Wir sollten wirklich nicht wieder einmal die Ideologie des Kalten Krieges wieder beleben. Ja, das haben die Leute wie ich in der damaligen kommunistischen Tschechoslowakei wirklich erlebt. Und wir dachten, dass das schon nicht mehr existiert. Leider verschiedene amerikanische Politiker und Medien und auch einige europäische Politiker und Medien wollen wieder dasselbe wiederholen. Und ich dachte immer, dass besonders Deutschland mit die Erfahrung der Vergangenheit ein bisschen mehr vernünftig und mehr klug sein kann. Leider ist es nicht so. Bundeskanzlerin Merkel hat manchmal solche positive Einstellung hatte, aber jetzt ist sie mit der Schwäche, die mit der Massenmigration verbunden ist, ist leider auch spielt wieder auch diese Karte und das ist meiner Meinung nach schlecht. Ja. Viele sprechen jetzt vermehrt von einer Gefahr eines Dritten Weltkrieges. Sehen Sie die auch? Gefahr gibt es nicht.
Gibt es bestimmt. Es ist interessant. Vor einem Jahr in einem solchen Interview würde ich sagen, nein, man kann diese Terminologie benutzen, aber das ist nicht, was ich als realistisch finde. Jetzt, nach einem Jahr, muss ich sagen, dass diese Gefahr leider existiert. Vielleicht mal ganz kurz von meiner Seite. Sie sprechen davon, dass Deutschland ja federführend ist in der momentanen politischen Entwicklung. Und mich würde dabei auch einmal interessieren, diese Kopflastigkeit von Deutschland auf europäische Politik, führen Sie die zurück auf die ökonomischen Grundlagen Deutschlands, aufgrund der wirtschaftlichen Stärke und der Größe oder auch aufgrund anderer Dinge, vielleicht verfassungsrechtlicher Relevanzen im Hintergrund? Oder, denn das ist ja doch eine sehr US-administrativ geprägte Politik. Die wirtschaftliche, die ökonomische Stärke Deutschlands ist bestimmt ein wichtiger Faktor darin. Deutschland war aber in den letzten, sagt man, 50 Jahren in Europa ökonomisch stark. Aber etwas ist geändert. Ja. An einer Seite, die ökonomische Stärke Deutschland wurde mit der Einführung von Euro, von der europäischen gemeinsamen Währung, viel erhöht. Das, ich weiß, die Deutschen wollen das nicht so klar sagen. Sie haben das Gefühl, dass sie etwas zahlen müssen an Griechenland und andere Länder. Das ist komisch. Ja. Deutschland ist bestimmt ein Sieger in diesem Kampf. Euro ist der Sieg von Deutschland. Ja. Das ist absolut klar. Ja. So, das heißt, die gemeinsame europäische Währung hat die ökonomische Position Deutschlands viel verstärkt. Das sage ich als ein, nicht nur Volkswirt, als ein Professor der Finanzwissenschaften an der Universität in Prag. So, das ist die zweite wichtige Sache. Die ursprüngliche Stärke und die neue Stärke mit Euro. Und die dritte wichtige Sache ist die Schwäche anderen europäischen ökonomisch und politisch, beides, ökonomische und politische Schwäche anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien und andere. So, es ist sehr einfach für Deutschland, die führende Position zu bekommen. Und dazu, und ich wollte sagen, die ursprüngliche Stärke, Euro-Stärke, und dazu kommt der Lissabon-Vertrag, die weitere Verschiebung der Unifizierung und Zentralisierung Europas, die Deutschland wieder etwas Neues gegeben hat. So alles geht in die Richtung Deutschland. Und deshalb war ich dagegen die ganze Zeit. Aber es ist ja auch ein Pyrrhussieg Deutschlands, denn letztendlich bedeutet ja die Gleichmachung der Länder mit der gemeinsamen Währung natürlich auch dazu, dass nicht nur die anderen Länder zerstört werden, sondern in Deutschland damit ja auch das Licht ausgeht, bloß später. Denn es ist ja eine Zerstörung der gesamten ökonomischen Struktur. Das ist die Zerstörung der Struktur, aber im Vergleich zu den Ländern in Südeuropa ist die gemeinsame Währung für Deutschland eine Verbesserung der Situation. Vorübergehend, ja. Aber der Ungleichgewicht in Europa ist ganz klar, und es bringt ein Problem nicht nur für die Länder an dieser Seite, aber auch an die andere Seite. Der Außenhandelsüberschuss von Deutschland ist wirklich ein großes Problem. Sie haben sich sehr schwer getan mit der Unterschrift unter den Lissabon-Vertrag. Sie waren der Letzte, der unterschrieben hat. Was waren Ihre Bedenken? Bedenken, es zu unterschreiben oder es nicht zu unterschreiben? Die Bedenken, es zu unterschreiben. Wissen Sie, ich war an einer Seite allein politisch in Europa.
Und ich hatte keine Kameraden in Waffen, kann man sagen, in dieser Zeit. An einer Seite und an der anderen hatte ich nicht genügende Unterstützung zu Hause. Ja. Die Regierung war unklar und andere Strukturen waren, die verschiedenen EU-Aktivisten waren 100% dagegen. Und am Ende hat eine sehr negative Rolle, by the way, wie auch in Deutschland manchmal, Verfassungsgericht. Ich konnte nicht weiter gehen. Was waren denn Ihre Hauptbedenken? Haben Sie abgesehen, dass das auf eine Schwächung der Nationalstaaten hinauslaufen wird? Bestimmt. Ich habe Bücher über den Lissabon-Vertrag geschrieben. Wir haben mit unserer Kritik vor 10 Jahren im Moment der Debatte über die europäische Verfassung. Schon damals habe ich meine Kritik geäußert, ganz klar. Und wir alle wissen, dass der Lissabon-Vertrag nur fast identisch mit der alten europäischen Verfassung ist. Ja, die Terminologie ist manchmal verschieden, aber das Prinzip ist identisch. So, das war meine langfristige Kritik und das geht in die Richtung Unifizierung Europas und Verschwächung an einer Seite und fast Liquidierung der Nationalstaaten in Europa. So, das ist meine klare Position, das sage ich immer. Und das habe ich in meiner weltberühmten Rede in Brüssel im Europäischen Parlament vor 7 oder wie viele Jahren ganz klar gesagt. Wir stehen jetzt in der unmittelbaren Situation. Wir erkennen jetzt, wie wenig noch einzelne Nationalstaaten entscheiden können. Sie haben das Buch geschrieben, Völkerwanderung, das inzwischen einen großen Leserkreis gefunden hat. Hierin bringen Sie auch das Argument, das benutzt wird für diese Massenmigration, nämlich es soll angeblich eine wirtschaftliche Stärkung, eine Stabilisierung der EU-Staaten damit erwirkt werden. Demografische Krise. Ich will mal gerade Andreas Popp fragen, haben wir überhaupt eine demografische Krise? Also eine Krise ist ja, wenn etwas aus dem Ungleichgewicht kommt. Und wir haben natürlich eine demografische Veränderung. Nun darf man aber eines nicht vergessen. Europa hat nicht das Problem der Unterbevölkerung, hat es auch in den letzten Jahrhunderten nicht gehabt. Das ist also letztendlich nicht unser Problem. Des Weiteren haben wir auch aus der ökonomischen Situation heraus ständig Veränderungen im technischen Fortschritt. Das heißt, der technische Fortschritt führt natürlich auch dazu, dass die Produktivität steigt mit weniger Arbeitskräften. Das bedeutet also, die Arbeitslosigkeit ist die logische Konsequenz. Wenn dann die Demografie dem Positiven sogar noch entgegenwirkt und nichts anderes ist es, denn wir haben eine zu hohe arbeitsfähige Bevölkerung, die keine Arbeit hat. Und jetzt damit zu argumentieren, wir müssen dieses vermeintliche Loch auszufüllen, ist absurd aus meiner Sicht. Absolut, absolut perfekt. Vielen Dank. Jemand sagt es so klar, das ist nötig. Ja. Das Wort demografische Veränderung haben Sie benutzt. Ja, natürlich. Das ist die perfekte Beschreibung der heutigen Situation. Es gibt eine Älterung der Menschen in Europa, aber was bedeutet das? Das ist eine nur Änderung, das ist keine Katastrophe. Die Natur und die Ressourcen haben kein Problem damit, wenn weniger Menschen hier leben würden. Bestimmt. In Europa waren immer
weniger Menschen als heute und Europa existierte. Und besonders die Struktur der menschlichen Aktivitäten wurde ganz absolut verändert. Ja. Die alten Leute wie ich, 75, waren gestern in Brüssel, jetzt in Dresden, jetzt werde ich eine Rede in Prag haben und dann um 5 Uhr auf 75er gehe ich Tennis spielen, ja, und nicht doppelt, aber Singles, ja, das ist etwas, was vor 30, 40 Jahren fast unvorstellbar war. So, das ist absolut perfekt, dass ich höre, dass jemand nicht die Tragödie in der demografischen Entwicklung in Europa sieht. Das ist perfekt. Und besonders andere Argumentation ist, die Migranten werden die europäische Demografie wirklich nicht ändern. Sie können theoretisch ihre eigene Demografie ändern, aber nicht unsere Demografie. Nun gab es 2001 schon einen Bericht der Vereinten Nationen, eine Art Vorschlag unter der Überschrift Replacement Migration, eine Art Bevölkerungsaustausch. Dort wurde angeregt, dass in den Jahren 2015, 2016 etwas über 10 Millionen Migranten alleine nach Deutschland sollten, um, ich wiederhole jetzt nochmal dieses Argument, die demografische Krise aufzufangen und die Wirtschaftskraft Deutschlands und aber auch Europas zu stärken. Dieser Bericht, also wir wissen ja, dass gerade solche Berichte der Vereinten Nationen durchaus irgendwann auch gesetzgebende Wirkungen bekommen, scheint ja auch umgesetzt zu werden. Andererseits haben wir gerade in Europa ja eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, nämlich also in Griechenland fast 50%, in Spanien, Italien. Das heißt, wir brauchen ja eigentlich gar nicht diese vielen jungen Männer, die einreisen, um hier zu arbeiten. Absolut, absolut klar. Aber für mich, ich würde nie mit einem Dokument von den Vereinigten Staaten argumentieren. Das in guten Gesellschaften kann man fast nicht benutzen. Das stimmt. Da sind die Globalisten, da sind die fast Marxisten, die dort stehen. Diese Organisation ist für mich keine Hilfe für die Welt. So. Meine persönliche Geschichte ist von den Medien geprägt. Ich war lange bei der Tagesschau. Das ist das erste Fernsehprogramm in Deutschland. Das kennen Sie sicher auch, das staatliche, öffentlich-rechtlich. Ich arbeite nicht mehr in diesem System, auch aus Überzeugung, da ich ja selber erfahren habe, dass vieles, was in unseren Medien heute in den Mainstream-Medien gezeigt und veröffentlicht wird, besser überprüft werden sollte, bevor man den Gehalt als Wahrheit annimmt. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht in diesem ganzen Gefüge über die Massenmigration die Medien? Die Medien spielen nicht nur in diesem Thema, in anderen Themen eine unglaubliche Rolle. Die Medien sind zu einer politischen Kraft in Europa, in der heutigen Welt bekommen. Bei uns in der Tschechien sprechen wir sogar über die Mediokratie. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wort auch benutzen. Mein Freund hat ein Buch darüber geschrieben. So, wir leben nicht mehr in einer Ära der Demokratie, aber Mediokratie. So in dieser Hinsicht, klar, ja, ich kämpfe mit den Medien permanent. Und sie wollen eine politische Rolle spielen. Sie sind keine neutrale Reporter der Realität. Sie spielen absichtlich eine politische Rolle, die gegen die traditionelle Demokratie in den Ländern Europas existiert.
Früher hieß es ja, dass die Politiker Einfluss auf die Medien nehmen. Diese Diskussionen gab es lange, aber inzwischen scheint sich das ja verändert zu haben. Ja, wir haben eine neue Machtstruktur. Ich finde das ganz hervorragend, was sie gerade sagte, dass die vierte Staatsgewalt die Mediokratie ist. Und wir natürlich auch eines wissen müssen, wie die Machtstrukturen sich eigentlich verhalten. Wir haben natürlich ein privatisiertes Finanzkapital, ein sehr großes, die unglaublich Macht ausüben aus den Medien. Die Medien vielleicht auch gar nicht mehr so objektiv berichten können, da sie selbst auch Unternehmen sind, die profitmaximiert arbeiten müssen. Wie soll eine objektive Berichterstattung stattfinden, wenn es sich um eine unternehmerische Form handelt? Und mittlerweile erkenne ich immer wieder, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen, dass immer mehr Politiker sich teilweise auch ihre Macht bei den Medien, verzeihen Sie den Ausdruck, fast erbetteln müssen, weil die Medien natürlich eine unglaubliche Kraft ausüben, auch Politiker zu eliminieren, wenn sie wollen. Ja, das ist absolut perfekt. In der Vergangenheit ein Paradigma war, dass die Politiker die Medien beeinflussen wollen und bemühen sich, das zu machen. Das ist meiner Meinung nach wirklich fast komisch. Ja. Die Situation ist ganz anders. Die Medien dramatisch beeinflussen die Politiker. Ja. Diese Richtung ist viel, viel wichtiger. Und die Rolle der Medien ist in unserem Land zum Beispiel sehr, sehr hoch. Hoffentlich werden die alternative Medien wie Internet etwas Neues dazu geben. Trotzdem muss man mehr und mehr etwas von diesen neuen Medien erwarten. Ich erwarte es bestimmt. Haben die demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik vielleicht sogar versagt an der Stelle, dass sich diese Dinge entwickeln konnten? Denn wenn ich sehe, die Justiz als eine der Staatsgewalt hatte ja auch einmal die Aufgabe, nach der alten demokratischen, im Altgriechischen hergeleitet, nach den alten demokratischen Prinzipien auch die Gesetze und das Recht gegen die politische Einflussnahme zu verteidigen. Findet das denn noch überhaupt statt? Auch nicht. Wir haben das Wort, den Begriff Mediokratie benutzt. Ja. Ich spreche sehr oft auch über die Juristokratie. Das ist die zweite negative Entwicklung der heutigen Zeit. Sie haben Kritik geäußert. Ich komme noch mal auf das Thema Massenmigration. Wir benutzen auch häufig den Begriff Einwanderung, während ja die Mainstream-Medien den Begriff Flüchtlinge immer noch gebrauchen. Obwohl, es sind zwar Flüchtlinge darunter, aber es gibt eben auch viele Einwanderer, leider auch Terroristen, wie wir inzwischen wissen. Sogar die deutsche Bundeskanzlerin hat in einer Rede im Sommer in einer CDU-Veranstaltung gesagt, dass tatsächlich IS-Terroristen unter den sogenannten Flüchtlingen seien und dass das auch nicht weiter verwunderlich sei. Vorher hat sie allerdings vehement diese Dinge bestritten. Sie haben kritisiert, unter anderem in diesem Zusammenhang, den amerikanischen Hedgefonds-Manager George Soros, der ja auch mit diesem Thema eng in Zusammenhang zu stehen scheint. Herr Soros ist bestimmt ein wichtiger Gegner der Demokratie. Das kennen wir schon lange Zeit und seine Aktivitäten in den mittel- und osteuropäischen Ländern nach dem Fall des Kommunismus waren wirklich sehr negativ. Ja. Und er war erfolgreich fast in allen Ländern von Mittel- und Osteuropa, nur in der Tschechischen Republik zum Glück nicht. Ja. Er wollte eine Soros-Universität in Prag gründen und ich sagte,
als damals Ministerpräsident sagte ich nein. So, ich bin der Feind von Soros. Er sagt das immer. So, er hat diese Universität dann in Budapest gegründet. Und so, ich bin sehr froh, dass sie damals sehr streng war. Das ist eine Sache zu Soros. Andere Sache ist die terminologische Frage. Ich muss sagen, das Spiel mit den Terminen, mit den Begriffen Flüchtling oder Migrant ist absolut in Englisch crucial. Ich weiß nicht, wie sollte man in Deutsch sagen, aber das ist absolut wichtig. Es gibt fast keine Flüchtlinge in dieser Massenmigration in Europa. Das sagt nur Frau Bundeskanzlerin und ähnliche Politiker. Wir sprechen über Migration. Wie in dem Titel meines Buches, Völker Wanderung. Das ist die Massenmigration und Flüchtlinge, das ist etwas anders. Ja. Wir sind eben halt, das ist das, was Sie meinten, sehr schlampig mit unserer Vokabelnutzung, sehr schlampig. Und wir haben natürlich die Problematik, dass wir eben halt die Einwanderer pauschal als Flüchtlinge bezeichnen, was in dem Moment natürlich eine Diffamierung der echten Flüchtlinge bedeutet. Das heißt, es ist ja eigentlich fast schon eine Argumentation, die man in rassistischen Kreisen schon fast einarbeiten kann. Wenn man beispielsweise ganz bewusst sich gegen Minderheiten ausspricht, indem man eine Majorität mit dem Begriff der Minderheit bezeichnet. Das heißt, hier wird ja eine Schlampigkeit offensichtlich auch fast vorsätzlich kolportiert. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass in den Medienunternehmen man nicht genau weiß, welche Begrifflichkeiten man nutzen sollte und müsste. Die Begriffe sind sehr wichtig. Man kann damit spielen, was wirklich gefährlich ist. Minderheiten und Mehrheit. Ja. Die heutige multikulturalistische Ideologie basiert an die Idee, dass die Staaten, die Gruppierungen von die Konglomerate von Minderheiten sein können. Das ist komisch, das geht nicht. Wir brauchen in einem Staat eine Nation oder eine dominante Nation mit verschiedenen, manchmal Minderheiten. Aber ein Staat ist kein Konglomerat von Minderheiten. Das wollten die heutigen Multikulturalisten an der Spitze mit der deutschen Bundeskanzlerin und dem deutschen Bundespräsident. Herr Gauck spielt diese Karte sehr, sehr hoch, das weiß ich. Ja. Spannenderweise vielleicht noch ein Zitat von unserem Bundesfinanzminister, Herrn Schäuble. Das hat er letztes Jahr im Sommer, im Juni in der Zeit gesagt. Ich möchte das kurz zitieren. Er sagte mit Blick auf die Massenmigration, Afrika wird unser Problem sein. Der Mittlere Osten hat uns Afrika vom Hals gehalten. Das ist jetzt vorbei. Und weiter sagte Schäuble, für uns sind Muslime, also er erteilte den Vorstellungen eine Absage, dass wir Europa solle sich gegen Einwanderung abschotten und sagte, für uns sind Muslime in Deutschland eine Bereicherung unserer Offenheit und unserer Vielfalt. Die Abschottung ist doch das, was uns kaputt machen würde, was uns in Inzucht degenerieren ließe. Ich weiß nicht, ich habe Herr Schäuble mehrmals getroffen, gesehen und gehört. Und seine Reden sind für mich variabel. Ja, manchmal betont er etwas, manchmal etwas anderes. Ich habe ihn zum letzten Mal im Januar dieses Jahres in München. Er hat die Hauptrede. Ich war dort eine halbe Stunde. Ich konnte meinen Ohren nicht glauben, was er da mal sagte. So, er ist auch nicht mein Cup of Tea, muss ich sagen. Aber es ist ja ein Spitzenpolitiker, ein deutscher Spitzenpolitiker. Und wer also gegenüber, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, dass wir in Deutschland jetzt auch ein neues sogenanntes Wording haben, nämlich die Medien benutzen das Wort Volk nicht mehr, sondern es heißt jetzt Bevölkerung.
Wirklich? Bevölkerung, ja. Das ist zu sophisticated für einen simple Politiker, ja. Für uns auch, aber gleichzeitig auch überraschend. Aber wenn er, wenn ein Spitzenpolitiker seinem Volk, ich benutze den Ausdruck weiter, sagt, ihr müsst also Multikulti sein, ansonsten degeneriert ihr in Inzucht. Ich meine, wir haben ja über tausende Jahre, haben die einzelnen Völker ja irgendwie ganz gut überlebt. Wie ist eine solche Aussage zu werten? Das ist unglaublich, das habe ich nicht gehört. Ich folge die deutsche Zeitungen und Zeitschriften nicht von Prag, nur so eine Ausnahme. Aber ich akzeptiere nicht den Begriff demokratische Defizit. Das ist zu wenig, das ist noch zu positiv. Es gibt fast keine Demokratie, es gibt Postdemokratie. Und warum? In Europa, in der EU, gibt es kein Demos, kein Volk. Mhm. Deshalb Dedemokratisierung Europas. Und Schäuble hat das wahrscheinlich gut verstanden. Ohne Demos, wir können Europa an der Basis der Bevölkerung schaffen. Das ist ideologisch sehr klug und aber absolut falsch. Mit welchem möglichen Ziel sagt er so etwas? Er wollte, wie ich sagte, die neue paneuropäische Bevölkerung schaffen. Ich in verschiedenen meinen Reden sage ich, diese Leute wollten einen neuen europäischen Menschen. Sie wollen einen Homo Bruxellarum schaffen, so bestimmt. Für Herr Schäuble sind die Migranten ein Vorbild für einen Homo Bruxellarum. Also bei 50 Ländern und ungefähr 500 Millionen Europäern von der Gefahr der Inzucht zu sprechen, ist ja schon wirklich absurd. Und alleine die Argumentation erinnert an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte. Bloß mit umgekehrten Vorzeichen, denn das ist das, was mir immer wieder deutlicher wird, dass die Vorzeichen sich umgekehrt haben und eben halt der Totalitarismus lediglich jetzt negativ gesetzt wird und die Rechten werden die Linken die Rechten. Wir haben ja diese komische Argumentation der Unterteilung rechts, links. Es geht überhaupt nicht mehr um die Sache und überhaupt nicht mehr um die Fragen, die tatsächlich uns bewegen sollten. Und das ist schon erschreckend und auch äußerst diffamierend. Das ist für mich eine Bereicherung, diese Argumentation zu hören. Und gibt es eine seriöse Diskussion in Deutschland über diese Sachen? So, jetzt haben wir die Rolle verwechselt. Ich frage jetzt nicht Sie. Die Demokratie ist ja nun aus Demos und Kratein. Das ist ja nun das Volk aus dem Altgriechischen und sich selbst, also den Wagen ziehen heißt es ja übersetzt, also ein sich selbst verwaltendes Volk. Wenn wir von Bevölkerung sprechen, Volk ist ja eine Gruppierung von Menschen, während Bevölkerung ist ja ein Vorgang. Wasser ist ja etwas anderes als Bewässerung. Stimmt. Arbeit ist etwas anderes als Bearbeitung. Volk ist was anderes als Bevölkerung. Das heißt also, wir nehmen die Dinge raus. Ich denke, wenn diese Begrifflichkeit sich weiter so entwickelt, dann fahren wir in Zukunft einen Bevölkerungswagen-Golf oder haben unser Konto bei der Bevölkerungsbank. Ich weiß es nicht. Und Bevölkerungsbank ist auch gut. Ja. Bevölkerungsverhetzung. Ich weiß gar nicht, wie man das dann nachher rechtlich ahnden will. Ist schon spannend. Ich möchte noch mal auf die Auswirkungen im Volk hier in Deutschland doch zurückkommen. Ich möchte es kurz streifen. In den Medien erfahren wir immer sehr verhalten über wachsende Kriminalität, über wachsende Übergriffe von Seiten durchaus der Einwanderer. Wir wissen, sie sind auch IS-Terroristen darunter. Die Menschen hier machen sich große Sorgen. Viele wechseln zur AfD. Die AfD kommt bundesweit schon fast an die 20%, heißt es inoffiziell. Wo sehen Sie denn Deutschland in einem Jahr?
Ich weiß nicht. Hoffentlich wird diese Tendenz, diese Entwicklung weitergehen. Ich bin der Meinung, dass die verschiedenen Landtagswahlen in Deutschland in diesem Jahre haben diese Tendenz mehr oder weniger bestätigt. Ja. Für mich besonders die Ergebnisse in sehr linksorientierte Berlin waren überraschend und positiv. So, diese Tendenz existiert hier. Hoffentlich wird diese Tendenz weitergehen. Und deshalb komme ich sehr oft hier nach Deutschland. Einmal im Monat habe ich eine Rede irgendwo, ein Gespräch mit den Medien. Sie haben am Anfang gesagt, dass ich Deutschland heutzutage als ein Schlachtfeld Europas verstehe. Ja, das jetzt müssen wir hier etwas machen. Ich muss sagen, was in Portugal oder Finnland oder Estland geschehen wird, ist leider nicht so wichtig. Die potenzielle Veränderung kann nur von Deutschland kommen und deshalb hier ist das Schlagfeld. Die Frage ist, wie viel Zeit ist noch? Wir haben ein kürzlich angeschautes Interview ausgewertet mit dem CDU-Innenexperten Wolfgang Bosbach, der sich doch auch kritisch äußert. Und als er von dem ZDF-Moderator Peter Hane gefragt wurde, welche Chancen er jetzt noch sieht, wie man etwas verändern könne, da antwortete er, er hätte vor 3-4 Jahren gesagt, da kann man noch etwas tun, aber jetzt wisse er es gar nicht mehr. Das heißt, es kommt eine gewisse Mutlosigkeit. Das stimmt. Es gibt viele Argumente für diese Position, aber in Deutschland gibt es ein Sprichwort, Optimismus ist Pflicht, habe ich gelernt. So, Optimismus ist wirklich Pflicht, wir müssen weiter kämpfen. Und besonders ich bin als eine alte Politiker, ich bin der Meinung, wir müssen die politischen Kämpfen oder spielen. Die Barrikaden in den Städten ist keine Lösung. So, wir müssen wirklich eine politische Arbeit machen und die Wahlen in Deutschland, in anderen Ländern gewinnen. Aber zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir müssen politische Lösungen finden, können Sie denn mit Frau Merkel sprechen und andere Lösungen beschließen oder finden? Ich bin nicht der Meinung, dass Frau Merkel für alles in Deutschland verantwortlich ist. Ja. Wenn ich die Medien höre und lese, so, sie sind so schlecht wie Frau Merkel so, und verschiedene andere Politiker. So, man sollte das nicht so einfach personifizieren, aber ich bin der Meinung, dass eine Wende, eine Wende muss auch die Persönlichkeiten an der Spitze ändern. Das kann man mit Frau Merkel weiter nicht machen. Der Brexit ist ein Thema hier in Europa, ein wichtiges Thema. Es gibt, die Medien sind natürlich ganz traurig darüber, dass es den Brexit gibt, aber es verändert sich doch auch einiges. Man sieht, dass sowohl Großbritannien als auch zum Beispiel Tschechien sich auch Russland annähern und auch China annähern. Gibt es eventuell eine neue Verteilung? Ich bin nicht der Meinung, dass Britannien oder die Tschechische Republik
in die Richtung Russland gehen. Das ist bestimmt nicht so. Wir wollen nur die normale Beziehungen in Europa haben. Und für mich die irrationelle Politik ist Russland an einer Seite und Putin an der anderen Seite dämonisieren und mit dieser Methode die Debatte zu vereinfachen und fast unmöglich zu machen. Also man sollte Russland als ein normales Land akzeptieren, nehmen, als ein Land mit seinen Aspirationen, mit seinem Benehmen. Und das wollen leider die amerikanische und verschiedene westdeutsche, westeuropäische Politiker nicht machen, leider. So von Putin oder Russland, aber ich akzeptiere Russland als ein normales Land. Der Brexit hat eventuell doch in der Verteilung einige Veränderungen oder wird es mitbringen, ne, Andreas? Ja, durch den Brexit hat sich natürlich England wieder ein wenig herausgezogen aus der EU und damit auch aus der US-amerikanischen Doktrin, die ja doch sehr, sehr stark immer stärker wurde und Einfluss nahm auf die Engländer und somit das alte Commonwealth System offenbar wiederbelebt werden soll. Also da sehe ich natürlich schon eine neue Veränderung der Weltmachtsverschiebung. Man weiß nicht, worauf es sich bewegt. Deshalb sollten wir uns auf die Grundlagen konzentrieren. Ich denke, Russland ist unser direkter Nachbar. Ich halte es für außerordentlich wichtig, sich mit den Nachbarn sehr, sehr gut zu verstehen. Zumal unsere Geschichte deutlich zeigt, dass man auf diesen russischen Nachbarn, was Vertrauen anbelangte, immer bisher gut bauen konnte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte spricht eindeutige Sprachen, die sind belegbar und letztendlich läuft es doch darauf hinaus, dass wir die Regionalprinzipien wiederfinden müssen. Und ich freue mich so darüber, dass Sie das auch so sehen. Gesunde Nationen hat nichts mit Nationalismus zu tun, Ismus, aber stimmt, ehrlich gesagt, ja, machen mir die Internationalisten weitaus mehr Sorge als die Nationalisten. Denn wir haben momentan eine neue extremistische Grundhaltung und das ist eben halt der Internationalismus. Und der führt uns und führt natürlich auch zur Austreibung der demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik. Wir leben ja in einer Republik, nicht in einer Demokratie. Aber auch diese Unterscheidung findet ja meist nicht statt. Und die USA steht jetzt sehr isoliert da, die EU steht sehr isoliert auch da. Es zerbröseln zwei große Player im Moment und England hat sich schon rausgezogen. Jetzt liegt es an uns, wie dieser Prozess läuft, möglichst ohne große Verluste und möglichst in Frieden. Perfekt. Internationalismus ist gefährlicher als Nationalismus. Das ist auch ein ausgezeichneter Slogan. Vielen Dank dafür. Aber ich sage etwas Ähnliches in allen meinen Reden. Gut. Gut, dann bedanken wir uns sehr herzlich für Ihren Besuch, für dieses Gespräch. Wir hoffen, dass das Schicksal Deutschlands und Europas und der Tschechischen. Sowieso der Tschechischen Republik, die uns übrigens auch sehr am Herzen liegt, möglichst so positiv wie möglich ausgehen möge, angesichts der explodierenden Bevölkerungszahlen in Afrika, der vielen Kriege, die dort stattfinden, jetzt auch Mosul, die Bombardierungen, die Flüchtlingsbewegungen auslösen werden. Wir wissen nicht, was aus dem Türkei-Deal mit der EU werden wird. Das sieht auch nicht gut aus. Also eigentlich können wir nur beten. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank. Danke, Andreas. Danke.